bietet dieser Verein Cristiano Ronaldo einen Ausweg an. Es geht dabei um den FC Chelsea. Der hatte ja schon mal Interesse an ihm im vergangenen Sommer. Genauer gesagt, der neue Eigentümer, Todd Boehly, hätte ihn gerne verpflichtet. Aber Thomas Tuchel hat sein Nein gegeben. Er wollte ihn nicht verpflichten. Er wollte lieber Aubameyang haben. Okay. Wir alle wissen, was passiert ist. Ronaldo blieb bei Manchester United. Man wollte ihn auch nicht so wirklich gehen lassen, zumindest nicht ohne dafür entschädigt zu werden. Was natürlich auch das Recht ist von United, dass sie sagen, ey, der hat noch einen Vertrag, wir wollen 15 Millionen oder irgendwie sowas wollten sie haben. Kein Verein wollte das auch bezahlen für Ronaldo noch. Genau, und dementsprechend soll es jetzt aber wieder eine neue Chance geben. Es gibt ja einen neuen Trainer, und zwar den Potter, der aktuell, nicht Harry Potter, aber Potter heißt ja der Trainer von Chelsea. Und der könnte vielleicht anders eingestellt sein und könnte Ronaldo wollen im Winter. Denn man muss sagen, Chelsea fehlt ein eiskalter Vollstrecker, der Ronaldo definitiv sein kann, wenn das Spiel vielleicht etwas mehr auf ihn zugeschnitten ist als bei Manchester United. Da wird es nochmal spannend, ob Boehly, das berichtet jetzt die Daily Mail, dass da schon Interesse da ist und dass man jetzt überlegt, im Winter anzugreifen. Sie könnten ihm die Flucht von United quasi erleichtern, dass er da rauskommt aus dieser sehr verfahrenen Situation für CR7. Eure Meinung in die Kommentare. Wäre Chelsea denn die Lösung oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sind später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.